Sie drin. Sehr geehrter Herr Präsident, das eine Signal in dieser Diskussion ist ja, dass der Wirtschaftsminister Altmaier seine Wertschätzung durch Nichtanwesenheit ausdrückt. Aber ich will Ihnen auch eins sagen bei der FDP. Herr Theure hat diesen Antrag eingebracht, ist danach in die fünfte Reihe gegangen und ist jetzt nicht mehr anwesend. Denn auch das ist keine Wertschätzung für das Parlament hier, für den Deutschen Bundestag, wenn wir über Wirtschaftspolitik reden wollen. Der Klimawandel ist das größte Marktversagen, den die Welt je gesehen hat. Das hat der liberale Ökonom Sir Nicholas Stern 2006 gesagt. Und nicht erst seit 2006 ist das die Marschroute für grüne Wirtschaftspolitik. Und Herr Haider, wenn Sie sagen, mit den 10 Euro, die Sie da jetzt an die Wand gemalt haben, CO2-Bepreisung, das wäre was Progressives, dann sage ich Ihnen, das stimmt Ihnen. Der Präsident des größten europäischen Industrieverbandes des VDMA, Herr Welker, nicht zu. Der hat von 100 Euro gesprochen als einem Preis, den nicht mal wir als Grüne für realistisch halten. Aber die Industrie denkt da deutlich progressiver als Sie. Sie geben Ihnen keinen ökologischen Rahmen. Und deswegen kommt es auch nicht zu den Innovationen. Und um was geht es denn jetzt? Wir müssen in einem Industrieland mit 23% Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung, Automobilindustrie, Stahlindustrie, chemische Industrie, Zementwerke, wir sind in der Pflicht, jetzt hier den Transformationsrahmen entschlossen zu setzen, dass deutsche Industrie sich wandeln kann. Dazu brauchen wir eine CO2-Bepreisung. Dazu brauchen wir aber auch Investitionen in CO2-freie Industrieprozesse. Dafür brauchen wir bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Dafür brauchen wir Leuchtturmprojekte. Wir müssen jetzt losstarten, damit all das, was Sie in Ihrem Antrag versprechen, das klimaneutrale Flugzeug, das wasserstoffbetriebene Stahlwerk, damit das möglich werden kann. Aber wo sind da die Konzepte der FDP? Und was Ihnen dann einfällt, ist das Flugtaxi. Das hat ja die Kollegin Dorobert eingeführt in die Diskussion. Und ich bin ein Freund von Flugtaxis. Das ist eine interessante Technologie. Aber mit Verlaub, das ist nicht die Verkehrs- und Mobilitätswende. Roland Berger sagt, im Jahr 2030 gibt es auf der ganzen Welt davon 100.000. Und wenn Sie das jetzt sozusagen als Innovationsmotor Nummer 1 nennen, dann gute Nacht, Deutschland. Dann wollen Sie aus der Kohle aussteigen, als nicht aussteigen. Sie wollen den Kohleausstieg nicht machen in Deutschland. Schreiben das in den Antrag rein. Die AfD hat vorhin gesagt, die Lichter gehen aus, wenn man die Kraftwerke ausschaltet. Die Lichter gehen an, wenn man die Kohlekraftwerke ausschaltet, weil die erneuerbaren Energien auf den Markt kommen. Sie liefern da nicht. Vielleicht haben Sie es nicht gemerkt, dass wir 40% heute bereits Stromversorgung haben. Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Wir sind ein Land, das maximal im unteren Mittelfeld der Bundesliga mitspielt in diesen Feldern. Wir brauchen die entschlossene Investition. Da stimme ich Ihnen explizit zu in Ihrem Antrag. Da sind wir gemeinsam auf einem Kurs mit der FDP. Wir brauchen aber auch einen Markt für Breitband, der endlich realisiert, dass der Ausbau an den Flächen ankommt. Auch das ist ein Problem, das nicht gelöst wird. Wenn die Infrastrukturen nicht kommen, dann werden wir auch keine Zukunftsfähigkeit kriegen in Deutschland. Und ganz zum Schluss möchte ich zum Thema Automobilindustrie, Elektromobilität. Ich finde das eine leidige Diskussion. Der Weltmarkt setzt das Zeichen für Elektromobilität. Es sind nicht die Grünen, es sind nicht Umweltverbände. Der Markt setzt das Zeichen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, wir müssten jetzt als Deutschland das einzige Land der Welt sein, das einen anderen Weg geht. Wir müssen alles mit Wasserstoff machen oder den Diesel ins Grundgesetz schreiben. Mit Verlaub, wenn Sie die gesamte Strommenge auf Wasserstoff machen für den gesamten Mobilitätssektor, dann brauchen Sie ein Vielfaches der heutigen Energieproduktion. Wo soll das denn herkommen? Das ist auch keine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik. Die finden Sie in unserem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner der Debatte ist der Kollege Klaus.